So, liebe Leute, herzlich willkommen zu Skyrim. Ich habe gerade mal bei Steam reingeschaut, zuletzt gespielt am 1.7.2014. Ja, also doch so ein gutes halbes Jahr ungefähr her. Irgendwie kam ich seitdem nie dazu, weil, ja, keine Zeit oder andere Spiele. Und jetzt dachte ich mir, nehme ich doch mal wieder eine kleine Runde auf, wenn ich spiele und... Ja, ein paar Quests haben wir hier auf jeden Fall. Und ja, ich denke, ob das hier im nächsten dran ist, weiß ich nicht. Gucken wir gleich mal auf die Karte. Auf Karte zeigen. So. Aktueller Standort. Töte den Anführer. Lager stehender Strom. Boah, dann würde ich sagen, Drachenfeste, Weißlaun. Ja, gut. Das ist der Zielort. So, Müll, Tagebuch, Umgebungskarte. Ich muss hier erstmal wieder klarkommen. Das geht ja gar nicht. Alter Schwede. So. Stecke ich jetzt wieder weg. Oha, Moment. So, gut, okay. Das kann sein, dass ich immer noch mal wieder zwischendrin hier so ein bisschen kurz pausieren muss, weil ich, wie gesagt, schon etwas länger nicht gespielt habe. Von den Nebeln von Sovngarde. Stehlen? Nee, stehlen wollen. Ich möchte hier nur gerne raus. Das wäre super. Wo komme ich denn hier raus? Was ist er da eigentlich? Ach so, er ist mein Gefolgsmann sozusagen. Aha, hier, die Tür. Sehr schön. So, ja, holla. So lange nicht mehr gespielt. Sogar vergessen, wie man sich hier zurechtfindet. Schaden 15. Aber es ist wahrscheinlich auch eine beidhändige Axt, ne? Stahlstreitaxt, das sieht mir sehr danach aus. Aber das könnte man sicherlich verkaufen. Was haben wir hier so drin? Tomate. Was ist das hier? Schaden 13, Gewicht 20. Schaden 12, Gewicht 16. Muss ich doch mal ganz kurz gucken. Ah ne, ich habe zwei magische. Ja, na gut. Ein Händler wäre ganz cool. Ja. Skjor sagt, ich hätte Isgramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Ohne Vignar wäre ich jetzt tot. Er nahm mich auf und half mir, das Ruder herumzureißen. Ihr müsst euch noch beweisen, Welpe. Abwesender steht im Krieg. Ich suche nach Arbeit. Dann geh, mein Herr. Ach, ich glaube, ich kann das auch. Seid ihr nicht gerade für Farkas unterwegs? Kommt zu mir, wenn ihr damit fertig seid. Nee. Multitasking nennt man sowas. Kommt zu mir, wenn ihr Fragen habt. Ich kenne unsere Geschichte mittlerweile fast so gut wie Vignar. Und ich kann sie mir merken. Ach so, Moment. Hier oben war doch irgendwo so ein... Bin ich denn da noch hingekommen? War da nicht so ein Schmied? Vielleicht verkauft er oder kauft er ja auch Sachen. Genau, hier oben. Fragen wir ihn einfach mal, würde ich sagen. Ich hab
habe eine Menge Stahl zu schmieden. Preist die Götter. So, kann ich doch hier mal gucken. Eisendolch fein. Gewicht 2. Sehr schön. Stahlpfeil, Eisenpfeil. Gewicht 0, Gott sei Dank. Die behalte ich auf jeden Fall alle. Schaden 7, Gewicht 12. Ja gut, aber dann nochmal 5 Punkte Frostschaden. Hier genauso. Deshalb werde ich die wohl vorerst mal behalten. So, Eisenschild behalte ich auch nochmal. Obwohl 12 Gewicht, ne? Das ist schon echt krass. Rüstung 30, Gewicht 6. Rüstung 30, Gewicht 6. Fellstiefel. Ich glaube, die können weg. Rüstung 14. Kann auch weg. Eisenschild 22, 12, 17, 14. Ich glaube, dann nehme ich aber plus 17, plus 22. Aber das ist einfach zu krass, weil das so wenig Gewicht hat. Ich glaube, ich hoffe, ich mache das Richtige jetzt. Schick aus, aber da ist meiner leider besser. 19, 4, 14, 2, ja doch. 30, 6. Achso, das habe ich an, das sollte ich vielleicht nicht loswerden. Okay, und die Fellrüstung. Ja, komm, weg damit. Ich brauche mal ein bisschen... Erstens brauche ich Kohle, zweitens brauche ich Geld. Oh, ich glaube, das, was ich da jetzt anhabe, das habe ich verkauft, oder? Ne, doch nicht. Sehr gut. Heieiei, das ist aber auch... Preist die Götter! So, Kleidung. Da war ich schon, genau. Und hier, was haben wir denn hier? Eisenbarren. Fell, Leder. Ach, wenn ich bloß wüsste, ob man das braucht oder nicht. Sonstiges. Nichts. So, was hat der Kollege? Orkische Streikaxt. Oh, hübsch. Aber viel zu schwer und naja. Aber schick aussehen tun sie auf jeden Fall. Naja, gut. Ich bin auf jeden Fall ein klein bisschen was losgebrochen. Und wie sieht das hier mit aus? Darf man das nehmen? Rüstungswert 17, Gewicht 5. Ne, das ist meiner besser. Das sind leider alles keine magischen Waffen. Aber das könnte man sich später vielleicht einfach nochmal holen, um noch ein bisschen Geld daraus zu schlagen. Falls man mal knapp bei Kasse ist. Denke ich, kann man das schon gut machen. Und was macht das Kaiserreich? Nicht! Ihr seid zusammen mit den Gefährten gesehen worden. Das nenne ich eine wirklich ehrenwerte Gesellschaft. Oh, auf jeden Fall mal immer noch schön hier Blumen mitnehmen. Das kann nicht schaden. So, einmal schnell auf die Karte geguckt. Wir müssen da oben hin, genau. Ach ja, wird ja auch natürlich angezeigt, hier alles. Es tut mir leid, wenn ich hier so ein ganz klein bisschen rumirre gerade, aber... Wie gesagt, vor einem halben Jahr das letzte Mal gespielt. Es macht keinen Spaß, ständig nur herumgeschubst zu werden. Aha, da muss ich doch hin. Mein Cousin darf da draußen gegen...
Bei einem sehr hohen Kopfgeld wird die Wache des Fürstentums versuchen, die gesuchte Person anzugreifen, sobald sich diese in Sichtweite befindet. Die reptilienartigen Argonier leben in der Schwarzmarsch. Sie beten die dort wachsenden intelligenten Bäume an. Und noch irgendwas anderes. Gut. So, will noch einmal ganz schnell gucken, ob ich hier jetzt alles Waffenbekleidung. Schlagende kaiserliche Rüstung. 30,6. 30,6. Wert 75. Ach, die hätte ich wahrscheinlich verkaufen sollen noch. Na gut, weiß ich fürs nächste Mal. Das Ding kann ich sicherlich auch verscherbeln. Da habe ich ja noch einiges am Start hier. Krass. So, das Pelzschild kommt auf jeden Fall. Ne, kommt das nochmal mit rein? Ne. Mist, was habe ich jetzt gemacht? Waffen, altes Nordschwert, Axt vom Weißlauf. So. Jetzt müssten wir wieder... Jawohl. So, ach ja, genau. Ich erinnere mich dunkel in der letzten Folge, da hinten an dem Turm. Da haben wir den ersten Drachen zur Strecke gebracht. So, und ich werde mal hier nachfragen, wie es aussieht, ob man hier vielleicht schon ein Pferd erwerben kann oder ob man damit noch warten muss. Braucht ihr ein Pferd? Ja. Redet mit meinem Vater, Skulva. Ja, der wird doch sicherlich hier drin sein. Ups. Entschuldigung, wollte ich nicht. Da sitzt er. Wahrscheinlich. Ich habe die Ein Kerl wie ihr braucht bestimmt ein Schlachtross. Warum nicht? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. 1000 Goldstücke. Reitet schnell wie der Wind. Alter Schwede. Wo kann ich denn sehen, was ich an Kohle habe gerade eigentlich aktuell? Bestimmt auch hier irgendwo. Alle. Ach, da unten steht's. Gold 726. Ah. Das heißt laufen. Naja, vielleicht unterwegs findet man hier noch irgendwas. Mal gucken. So, raus in die Natur. Fähnlein Fieselschweif geht auf Tour. Auf Achse. Das sieht wunderschön aus. Ich sollte viel öfter wieder Skyrim spielen. Das werde ich, glaube ich, auch tun. Das gefällt mir jetzt schon unheimlich gut wieder. Und ich spiele noch nicht mal auf höchste Auflösung, weil es leider nicht passt. Da hinten ist ein weißer Elch. Ob man wohl Ärger bekommt, wenn man den kaputt macht? Ich habe gestern übrigens, vielleicht habe ich auch deshalb wieder Bock gerade auf Skyrim, weil ich gestern zusammen mit einem Kumpel den dritten Teil vom Hobbit gesehen habe. Ja, keine Ahnung. Und jedes Mal Herr der Ringe oder Hobbit bekommt man wieder Bock auf solche Spiele hier. So, ein bisschen Artelas noch einsammeln hier. Und dann mal gucken. Oh, Gegner! Ins Gesicht, das ging aber schnell. Ich habe gerade einmal zugeschlagen. So, das nehmen wir natürlich mit. Ja, cool. Das hat den Wolf, glaube ich, so ein bisschen überrascht. Aber mal gucken. Ich habe den roten Punkt gerade eben noch in der Leiste gesehen und dachte für einen Moment, hüps, was war das noch? So, jetzt muss ich aber... einmal noch ganz schnell nachgucken. Steuerung ducken. Springen, sprinten. Schleichen, Control. Okay. Wie weit ist es eigentlich noch? Ah, oh, doch noch ein Stückchen. Oh, die Krabben.
Das ist das erste Mal, dass ich die sehe. Die sind ja aus dem... Die gab es ja damals schon. Magie. Heute Abend gibt es zum Essen. Krabbenklaue. Oh, hier, die Dinger, die waren doch auch mal eigentlich was wert. Nirnwurz, genau. So. Ja, das scheint da vorne das Lager zu sein. Wie sieht es mit meinem Kollegen aus? Schleicht er auch? Ja, sehr gut. Oh, da oben steht noch einer. Sollte ich mich vielleicht erstmal an den heranschleichen, um zu gucken, ob das überhaupt ein guter oder ein böser ist. Und vielleicht nochmal die Waffen wechseln. Hey. Waffe Nordbogen. So, wenn das nämlich ein Böser ist. Schleichen verbessert. Sehr gut. Ich bin entdeckt worden. Aber der greift mich nicht an. Also, fragen wir ihn mal, was er möchte. Vielleicht kann man ihm ja helfen. Hallo, werter Reisender. Hallo, Talskader Reisende. Ein fahrender Troubadour und ein wandernder Taugenichts. Zu Ihren Diensten. Ein Leben voller Abenteuer und voller Lieder. Genau das Richtige für uns, nicht wahr, mein Freund? Hm? Tja, nach einem gewissen Vorfall, bei dem ein verwegener Bursche und die Tochter eines bedeutenden Taner eine Rolle spielten. Nein, lieber nicht. Leider nicht. Aber wenn ihr eure Zunge wirklich schärfen wollt, solltet ihr es mit der Bardenakademie in Einsamkeit probieren. Die einen finden Inspiration, indem sie die Nase in Büchern vergraben. Die anderen, indem sie zechend durch die Städte ziehen. Ich finde sie hier draußen, in den Weiten von Himmelsrand. Die besten Geschichten sind die, in denen es um Abenteuer geht. Wer könnte solch eine Geschichte schreiben, ohne zuvor eins erlebt zu haben? Da hat er wohl recht. Das ist immer noch nicht grau unterlegt, oder? Ich beobachte und schreibe über die epische Schlacht um Himmelsrand. Wenn Brüder einander mit bitteren Klingen bekriegen, gibt das doch gewiss Stoff für ein Lied her. Jetzt. So. Darf ich euch um etwas bitten? Lasse ich jetzt mal bleiben, denn ich spare das Geld für diese frische Luft. Wahrlich, das ist ein guter Ort, um ein Lied anzustimmen. Oha, ich glaube, die haben mich entdeckt. Ja, das sieht sehr danach aus. Der hat auf jeden Fall schon mal getroffen. Jemand schlägt einen auf. Geht auf, solange ihr noch könnt. Genug, das reicht. Und... So, Moment. Okay, also wenn das so viele Gegner sind, dann... Gefällt euch...
Den hole ich mir jetzt noch so. Ich bring euch um, wenn ich es muss. Ja, wenn du mich triffst, Mäuschen. Genug. So, wo ist der letzte hin? Erstmal wieder ein bisschen zurückziehen. Eigentlich wollte ich die Gegner erstmal looten hier. Wo ist der letzte? Da. Da ist er hin. Ach, da unten läuft er. Okay. Gut, dann holen wir uns den auch noch schnell. Und am besten, bevor mein Kollege hier drauf geht. Oha. So. Und jetzt, Moment, was lag da? Ein Pfeil? Ja, sehr gut. Ach ja, man kann ja die Pfeile jetzt einsammeln. Das gefällt mir richtig gut hier. So, mal gucken, was der Kollege dann dabei hat. Ich nehme erstmal alles mit einfach. Bandit leer. Sehr gut. Ein Leben voller Abenteuer und voller Lieder. Genau das Richtige für uns. So, das hier sieht nach einem Zauber aus. Ein leichter Schutz. Nicht wahr, mein Freund? Nehmen wir doch auch alles mal mit. So, ein Bogenschütze. Ja, solange ich noch Platz habe, wird natürlich alles mitgenommen. Solange ich kein Pferd habe, auf jeden Fall. Und vielleicht hat man ja auch irgendwann sogar nochmal Glück und findet was richtig Gutes. So. Dann wollen wir doch mal... Oh, da unten geht's noch weiter. Aber erstmal natürlich in schöner Manier hier leer, leer, Fass, Lavendel. Ah, ein Aussichtspunkt. Ja, wir nehmen erstmal alles mit. Wie gesagt, das muss schon sein. Oh, hier noch ein Pfeil. Zack. Sehr cool. Aber erstmal außen rumlaufen, um zu gucken. Da ist die nächste Axt. Ich trage zu viel und kann nicht rennen. Na gut, dann. Ich glaube, Wert 5. Oh, Wert 50. Das ist natürlich schon recht dick. Gut. Lassen wir mal die Holzfäller-Äxte einfach Holzfäller-Äxte sein. Hä? Nee, falsch. Mist. Waffen. So, Holzfäller-Äxt. Fallen lassen. R. Ah. So wird's gemacht. Sehr schön. Ja, langsam kommt hier alles wieder zurück. Naja, den Eimer brauche ich nicht. Ich brauche aber die... Da sind Pfeile drin. Gut. Das war's, ja. Nein, das war's noch nicht. Was haben wir denn hier? So, wie ging das denn noch? A und D Schloss drehen. Alter. Ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert, Leute. Tut mir leid. Ah. Ui.
Das nehmen wir doch alles mal mit. 78 Gold, sehr schön. So, Truhe leer. Jetzt bin ich allerdings überlegen, vielleicht einmal ganz kurz, was haben wir hier? Oh, das ist ja ein eigenes, richtiges, kleines Lager. Das ist natürlich schön, ne? Was haben wir hier? Käse. Holzteller brauche ich nicht. Mammutrüssel. Okay. Durchsuchen. Fass. Mehlsäcke. So, denn ich bin ziemlich voll, ne? Ne, ach, das geht eigentlich sogar noch. Okay, doch noch extra mitnehmen hier. Gehe ich 10. 2 müsste ich auf jeden Fall noch mitkriegen, ohne Probleme. Genau, 307. So. Dann würde ich sagen, mache ich mich kurz auf den Rückweg und wenn ich wieder hier bin, dann sehen wir uns auch wieder. Bis gleich. So. Dann würde ich doch mal sagen, weiter geht's. Den Bogen wieder getauscht. Weil der hier leichter ist. Ups, fallen jetzt ja auch. Was werfe ich weg?
bevor es hier jetzt weitergeht, werde ich die Folge hier beenden und in der nächsten Folge direkt weitermachen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.